Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier immer noch in Westlauf unterwegs und wir haben die Problematik, dass wir Geld brauchen. Wir haben zwar 288 Gold, sind auch gut gerüstet hier, aber ich glaube, uns fehlen hier Schuhe, oder? Ne, Boots haben wir, Plattenboots. Aber was mir aufgefallen ist, die Händler hier haben Ebenerzrüstungen und die will ich haben, aber die kosten einfach mal 30.000 Gold. Und da frage ich mich, wie kriegen wir die? So. Erstmal wollen wir ein bisschen was arbeiten. I don't know if this very influential individual called Jutina needs a chaperone or an escort or what, but if you go southeast a bit, you'll find a very influential individual called Jutina in the Lucky Castle looking for the. Ah, Lucky Castle, okay. Dann, wo ist Lucky Castle? Was hier? Lucky Castle, ja. You find that southeast of here. Okay. Dann einfach nur nach Südosten. So, diesen Weg. So. Südöstlich von hier. Vielleicht ist das hier schon das Lucky Castle. Gucken wir mal. Und, ist er das? Nein, weißes Schwert ist das. Das ist ein weißes Schwert. Also, warte mal, vielleicht ist das. Kann auch sein, dass das hier. Oh, jetzt ruckelt's. Und jetzt hier rein. Und Lucky Castle, wir sind da. Nice. Dann suchen wir mal den Barkeeper. Ach, da hinten. So, moin. Du hast eine Arbeit für mich? Ja. Good day. I'm having a little problem. I hope you'll be able to solve. For reasons of business. Alina Saracen, that's my dear apparent, needs to get to White Sword by Tourist. Waren wir doch gerade. Ja. Was kriegen wir denn? 60 Gold kriegen wir dafür? Ja, das schaffen wir. Ein weißes Schwert. Was gleich um die Ecke hier. Können wir auch wieder raus. Das wird eine einfache Aufgabe. Das ist ja nur einmal hier so rum. Und hier. Hier ist das weiße Schwert. Ja. White Sword. Und da haben wir was. Ey, das war eine richtig schnelle Mission. Also Nebenquest. Geld verdienen. So, was sagt denn die Uhr hier jetzt? Wir haben es 7:25 Uhr am Morgen. Wir kriegen hier definitiv noch einige Quests. Ein bisschen was an Arbeit werden wir hier definitiv noch kriegen. Moin. Du hast bestimmt gehört, wer Arbeit brauchte. So, a friend of mine, this slightly impatient individual called Matt Inge. Oh, Entschuldigung. Boah, ich bin echt etwas erkältet. Is looking for somebody tough the escort someone. I'm sure you'll get all the details over the Black Jack. Ah, Black Jack, okay. Suchen wir das mal. Wo ist denn jetzt die Musik hin? Wisst ihr das? East of hier hat er gesagt. Ah, da ist die Musik wieder. Ich habe mich schon gewundert, wo ist die Musik auf einmal hin? Warum auf einmal so stumm? East of hier hat er gesagt. Black Jack.
Dann gehen wir mal. Moin. Du weißt bestimmt, wo der Black Jack ist. It's very near, Julia has said. Reaching for your map. Let me show you how close you are. Ah, ich liebe es, wenn die mir das zeigen hier auf der Black Jack. In dem Labyrinth hier, okay. Das heißt, wir gehen hier so rein. Okay. Ja, wenn es in diesen Labyrinthen ist, dann kann man auch ewig suchen. Wo ist denn eigentlich da? Ist die Tür. Beziehungsweise nicht wirklich die Tür, sondern... Aber ich frage mich, warum man... So ein Wald, so ein Labyrinth drumherum machst. So. Blackjack, da sind wir. Moin. Ja. Are you presently the sort of nod I've been looking for to escort my younger sister Dawne Bergonson to the Major's Guild? Oh, zur Magiergilde. Wir kriegen dafür 72 Gold. Ey, das Gold wird immer mehr, was wir verdienen. Nice. Und wir haben immer 24 Ingame-Stunden dafür. Okay, jetzt müssen wir irgendwelche Leute fragen, wo die Magiergilde ist. Moin. Du weißt doch bestimmt, wo die Magiergilde ist. It's a bit north of here. I'm sure of it. Okay, nördlich. Auch nach Norden. Diesen Weg. Oder wenn wir mal auf die Map gucken. Ich glaube, das ist das hier. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe das Gefühl, das ist die Magiergilde. Ja, vom Aussehen her sieht das schon so aus. Jo, jetzt geht's rein. Mage's Guild, ja. Jetzt bin ich aber gespannt, wie es hier von innen sieht das so aus. Okay. So, da haben wir schon mal jemanden. Moin. Okay. Wahrscheinlich der falsche. Vielleicht muss ich durch einen der anderen beiden Türen. Wer weiß. Innen gab es hier auch noch eine Tür. Genau, hier. Wer weiß, vielleicht ist das so. Ja, bestimmt genauso aus. Ne, hier sieht wiederum anders aus. Interessant. Moin. Auch der falsche. Da bleibt ja nur noch einer. Da bleibt nur noch der auf der Nordseite. Ups. So. Okay. Da ist der Eingang. Vielleicht ist das der richtige. So. Ah! Jo.
Was hat er denn eigentlich so bei sich? Magic Items? Elfenbelt, Elven Talk, Dwarven Amulett, Mark of Stamina, Mark of Shocking, Mark of Firestorm, Adamantium Bracelet. Oh, im Krass. Bracelet of Stamina. Agony Amulett. Eben jetzt Amulett, das ist, klingt auch schon. Krass. Was macht der? Kann ich da irgendwie Informationen zu bekommen? Klar. Ring of Passwall. Ring of Lifesteal. Oh, der klingt sehr, sehr krass. Talk of Willpower. Lifesteal. Das hört sich richtig krass an. So. Detect Magic? Ich habe Angst, was das heißt. Liegt einfach mal so ein Buch rum. Oh, Gold. Kann ich nicht nehmen. Schade. Bin ich aber gespannt, was das hier ist. So, wir speichern einmal. Save Game. Hier. Und dann gehen wir mal da rein. Ah, jetzt geht's rein. As you enter the audience chamber of the King of Whiterun, you feel the autumn chill from the outside is actually intensified within. The thick furs of darkly beautiful ornaments that decorate the walls make you feel as if you are being watched. Moinsen! The main hall. Moin! Greeting Max Leos and welcome to Whiterun. We are a peaceful city-state, but I would not recommend wandering the streets unarmed at night. Now I fear I must dismiss you. Political matters, you understand? Goodbye. Okay, schade. Ich dachte, er hätte Arbeit für mich. Etwas, das ein bisschen besser bezahlt wird als nur 73 Gold. Aber du hast wieder Arbeit. Wir brauchen richtig viel Gold. Wir wollen die Ebenerz-Ausrüstung haben. Ja. Südwestlich von hier. Called the Queen's Auger. Okay. So, in Queen's Auger. Wo haben wir die? So, Queen's Auger. Ah. Let me see your map. Ah, nice. Die zeigt mir das direkt auf der Map. Die hatte gesagt, gab südlich von hier. Ich wäre jetzt so stumpf weiter nach Süden gelaufen, um den zu suchen. Bis die mir dann irgendwann gesagt hat, es wäre nördlich von hier. Ah, Prostituierte laufen auch schon wieder rum. So, und da sind wir. Moin, du hast Arbeit für mich, habe ich gehört. So. Was will der... Sorry for disturbing you, but I was hoping you might be on your way to Haunted Giants. You see, I have a cousin who needs to be escorted there. Diesmal kriegen wir 80 Gold. Boah, Gold wird wirklich immer mehr. To Haunted Giants. Jemanden eskortieren? Okay, machen wir. Kann mir jetzt nicht sagen, so wo Hunting Giants sind. Müssen wir wieder rausgehen. So, moin, du kannst aber sagen, bestimmt, wo sind die Hunting Giants? Haunted Giants, Entschuldigung. Without hesitation, just Ulfson asked for your map to inscribe the exact location. Hat sie das mir jetzt hingeschrieben, wo das ist? Haunted Giants, nice, das ist so
Ja, aber ganz schön nah. Okay, laufen wir mal an der vorbei. Und das Gebäude müsste es schon sein. Oh, Magier. Und ist die Tür oder die andere? Das ist die andere Tür. Der sieht wieder sehr, sehr zumutbar aus. So, und Haunted Giants. So, wo ist der Barkeeper? Wo ist denn der Barkeeper? Immer taucht er vor mir auf. Jo, 80 Gold verdient. Nice. So. Wish I could help you if you might try just asking people on the streets. Ah, schade. Die sieht interessant aus. Ich glaube, so eine Rüstung ist auch sicher auf den Straßen. Da wird nichts passieren. Da ist alles geschützt bei ihr. So in einem Schwertkampf oder so, da wird die Klinge nicht ein bisschen mal ihre Haut treffen. Moin, freundlicher Kumpane. Du kannst bestimmt sagen, wo Arbeit gibt, oder? So, a healthy nerd like you? By the frozen wastes, it's a shame not to have a profession at your age. Arschloch. Ich bin Söldner. Warte, wie viel Gold haben wir jetzt? 500 Gold, exakt. Nice. Wir sind auf Level 4. Wir müssen aber das hier auch irgendwie steigern. Hallo. Hey. Ja. Arbeit. Ich brauche Arbeit. Kennst du jemanden? The best I can tell you is the heat's harvest. I understand someone in one of the taverns there has been looking for anyone willing to do a little recovery work. Maybe someone like you. Okay, einfach Süden. Aber wir gehen einmal kurz noch hier rein. Wir gucken, was der im Angebot hat. Vielleicht hat er was Besseres als die Plattenrüstung, was wir tragen können. Moin. Was hat der so im Angebot? Oder warte, guck mal. Hier Waffen. Elga, Kanto, Shortsword, Staff, Iron Mace, Wakizashi, Mace, Shortbow, Kurzbogen, Shortsword, Saber, Steel Saber, War Axe, Longsword, Flay, Longbow. Das Longbow gibt auch noch. Battle Axe, Warhammer, Katana. Boah, Katana hört sich geil an. Claymore, Iron Die Katana. Iron Die Katana? Steel Katana of Endurance. Adamantium Mace of Lightning. Wakizashi of Fire Resistance. Das hört sich geil an. Aber ich glaube, das ist das, was wir uns leisten können, eher. Was wir unseren eher haben wollen. I am now as the provider of fortune. You seem to be interested in a steel katana of Android. I'll consider selling it for 325 Gold. Was heißt ein Counter? Sagen wir 300. Okay, wir haben ein bisschen Rabatt bekommen. Dann können wir unseren Longsword hier oder was wir haben da, genau den hier, können wir verkaufen. Yeah. Ja, okay, komm. Ja, komm.
Dann können wir den Katana of Endurance. Boah, sieht schon nice aus. Auf einmal Facecam an. Was ist mit OBS wieder los? Der macht auf einmal hier die Facecam an. So, aber wir sehen uns auch in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deos. Und ciao.